Herzlich willkommen und hallo liebe Zuschauer zu Blickfang, das Bodensee-Magazin. Hier an der Promenade in Konstanz, direkt vor dem Konzil, spürt man sie, die Liebe zum Bodensee. Die Leute strömen nach draußen, setzen sich am See, genießen dieses wunderbare Flair. Aber das geht nicht nur den Einheimischen so. Auch Touristen kommen Jahr für Jahr in riesiger Anzahl hierher. Und das hat natürlich auch einige Fragen mit sich gebracht. Wie hat sich der Tourismus in der letzten Zeit entwickelt? Welchen Herausforderungen steht er bevor? Und welche wichtigen touristischen Akteure können denn helfen, die Marke Bodensee voranzutreiben? Fragen, um die sich eine internationale Studie zum Tourismus in der Bodenseeregion kümmert. Mit wichtigen Entscheidern touristischer Institutionen, die vor allem auch hier in Konstanz sitzen, haben wir vor kurzem eine interessante Gesprächsrunde geführt. Wir lieben den Bodensee. Und nicht nur wir. Touristen bringen einen Bruttoumsatz von knapp 4 Milliarden Euro in alle vier Länder. Vier Länder mit einer Hauptattraktion, dem Bodensee. Diesen als Marke stärken ist das Bestreben der touristischen Institutionen in unserer Region. Der Marketingclub Bodensee hat einige Entscheider aus der Tourismusbranche zusammengebracht. Bei der Gesprächsrunde zum Thema Wirtschaftsfaktor Tourismus in der internationalen Region Bodensee geht es um die aktuelle Studie zum selben Thema. Eine Ableitung daraus? Ganzjahrestourismus forcieren. Ist es denn wirklich so, dass die Schlechtwettermonate dann auch attraktiv sein können? Also haben wir genug Schlechtwetterangebote, jetzt mal abgesehen vom Wellness-Tourismus, für unsere Gäste, die dann auch im Winter oder Herbst kommen sind? Also das ist natürlich nicht Hochsommer. Wir wissen alle, die Hauptreisemotivation ist Baden. Über 50% der Gäste oder der Touristen wollen baden gehen. Dafür sind wir natürlich nur hauptsächlich im Sommer prädestiniert, außer man geht in ein Hallenbad. Und insofern ist es für uns eigentlich auch wichtiger, in diesen anderen Zeiten, in dieser Zeit, ob es eben auch im November ist oder im Oktober ist, wir hatten auch schon schöne Oktobertage, einfach den Tourismus nach vorne zu bringen, Angebote zu schaffen. Und es gibt erstaunlicherweise sehr viel Angebot. Zum Beispiel vielfältige Veranstaltungen rund um Fasnacht, Wein, Äpfel und 78 Weihnachtsmärkte rund um den See. Aber auch in der Hauptsaison muss gar nicht eine Attraktion die nächste jagen. Auch das glatte Gegenteil wirkt anziehend, wie der Hacknauer Bürgermeister Simon Plümke veranschaulicht. Wir haben die Top-Betriebe, die bringen Mehrwert, möchte ich überhaupt nicht bestreiten, aber wir haben auch Ecken am Bodensee, die bringen einfach nur Ruhe. Wir in Hacknauer haben uns gesagt, was sind wir eigentlich? Wir haben keinen Top-Betrieb, wir haben keine Riesenburg, wir haben nur Wein, Wasser, ein pittoreskes Ortsbild. Wir haben gesagt, wir sind eigentlich nur ein Ort der Genüsse. Und die Dinge, die wir in Hagenau haben, wir können dann eben lieber mit einer Flasche Wein in die Welt gehen und sagen, das ist unser touristischer Botschafter. Auch seine Botschaft ist klar. Der Bodensee ist ganzjährig attraktiv. Nur schwierig wird's, wenn nichts fährt und geöffnet hat. Die meisten Touristen sind Deutsche aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Manche kommen aber auch, um zu bleiben. Beim Thema Arbeitsmarkt ist Arbeitsplätze schaffen nur ein positiver Aspekt, den der Tourismus leistet. Also es erleichtert auf jeden Fall diese Anwerbung deutlich. Wir diskutieren ja in unseren Unternehmen seit einigen Jahren, wie wir Fachkräfte anwerben können, wie wir hier weiterkommen, wie wir Ausbildungsplätze besetzen können. Und da spielt das Thema natürlich auch eine Rolle. Ich weiß von vielen Unternehmen, die bei entsprechenden, die überregional werben, die auch entsprechendes Material beilegen, die auch, wenn sie auf Studentenbörsen sind, entsprechende Unterlagen mitnehmen, weil sie genau wissen, der Studienabgänger von heute achtet viel stärker auf das Thema Work-Life-Balance. Die ist in der Vierländerregion kaum zu toppen. Seit 30 Jahren unter anderem Herausgeber vom Bodensee-Magazin engagiert sich Thomas Willauer auch als Vorstand vom Verband der Tourismuswirtschaft Bodensee für die Region. Er hat die Studie in Auftrag gegeben und wünscht sich mehr Wertschätzung für das Engagement der Touristiker. Zahlen wirklich die Gemeinden, also die zahlen sicher was, zahlt jetzt wirklich die Politik oder zahlen auch noch andere? Sie haben es vorher gesehen, die VTWB-Mitglieder, die 40, die geben jedes Jahr 12 Millionen Euro Marketinggelder aus. Wenn ich dann sehe, dass eine IBT ein Budget von 450.000 Euro hat, dann sage ich, da gibt es eine große Differenz und da ist unser Wunsch, unser Appell, auch unsere Forderung an politische Institutionen, dass wir die Tourismusorganisationen so ausstatten, dass sie wirtschaftlich
vernünftig arbeiten können, weil die hängen sich echt rein. Der Bodensee und seine vier Länder. Genug Raum zum Genießen und Erleben für Einheimische und Touristen. Die komplette Diskussion zur Studie über den Wirtschaftsfaktor Tourismus in der internationalen Region Bodensee können Sie in Kürze auch auf der Homepage vom Marketingclub Bodensee anschauen. Nach der Werbung geht's bei uns im Programm auch mit einer touristischen Attraktion weiter. Und zwar gibt es im Oberallgäu ein Naturphänomen, das Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten. Hier an der Promenade in Konstanz sind die Blumen schön angelegt. In Oberallgäu im Wandergebiet Hündle hat ein Naturphänomen für fußballfeldgroße Krokuswiesen gesorgt. Willkommen zurück zu Blickfang, das Bodensee-Magazin. Ich bin jetzt hier im Stadtgarten in Konstanz und hinter mir dieses wunderschön angelegte Blumenbeet. Aber nicht nur, wenn die Menschen Blumen anpflanzen, erfreut es jeden. Auch wenn Mutter Natur einfach mal ein riesiges fußballfeldgroßes Blumenfeld produziert, erfreut uns das. Wo es das gibt? Im Wandergebiet Hündle in Oberstaufen erblüht jedes Jahr die Krokuswiese. Keine kleine Wiese, sondern wirklich ein flächenübergreifendes Blütenmeer. Die Schätze der Region mit Annalena Hieber. Präsentiert von der Edelweißbrauerei Fani, regionaler Marktführer bei Weizenbieren und Erfinder des Kristallweizen. Manchmal gibt es Schätze, die sind im Sommer und im Winter ein Schatz. Sie erinnern sich an das Kinderskiparadies in Steibis? Nur 4 Kilometer von Steibis entfernt liegt das Hündle-Gebiet. Hier laden 50 Kilometer Wanderwege zum Wandern ein und im Frühling gibt es noch einen ganz besonderen Augenschmaus. Der Augenschmaus befindet sich rund 10 Fußminuten von der Liftstation entfernt. Keine Samen wurden gesät, sondern Mutter Natur allein hat fußballfeldgroße Krokuswiesen ins Hündle-Wandergebiet gebracht. Wir haben da schon mehrfach nachgefragt, auch Biologen, und es gibt eigentlich keine eindeutige Erklärung nicht. Das ist Laune der Natur, und die haben sich da über Jahrzehnte in diesem Bereich, in diesen blauen Farben, lila Farben so vermehrt. Noch im Anfangsstadium werden nach und nach immer mehr Krokusse Blüte tragen. Das hat sich herumgesprochen. Naturfreunde fahren bis zu 400 Kilometer weit, um die besondere Blütenpracht zu bewundern. Wann die ersten erblühen, hängt vom Naturverlauf ab. Bis der Schnee ganz geschmolzen ist, so lange wollte der Krokus dieses Jahr nicht warten. Auch Fotografen brauchen nicht lang auf lebende Objekte warten. Das Interessante daran ist, dass einfach hier in der freien Natur an den Krokussen, man sieht ständig auch Hummeln, Bienen, die wo direkt an den Krokussen in den Kelch gehen, um dort zu bestäuben und ja, dafür sorgen, dass die Krokusse sich vermehren. Ganze 20 Hektar erstrahlen in der Vollblüte in Lila. Wer hier entlang wandert, entschleunigt. Der Blick reicht zum Alpsee hinunter und zum Sentes hinüber. Neben der traumhaften Aussicht und Freude an Bewegung und Natur schätzen Besucher auch die Allgäuer Herzlichkeit. Ja, man kann überall einkehren. Da vorne ist eine Schennerei mit frischem Käse und Butter. Man wird überall freundlich bewirtet. Wie im Skigebiet Steibis stehen für Thomas Ling auch im Hündle-Wandergebiet Familien im Mittelpunkt. Nur wandern, schauen und einkehren reicht der Brut oft nicht. Für Quengeln bleibt keine Zeit. Der Erlebniswanderweg mit 22 Stationen verbindet Bewegung mit Wissen. Zum Beispiel, was kreucht und fleucht im Wald und Flur oder Gebirgsbrocken mit Innenleben. Hier gibt es auch einen 6 Kilometer langen Erlebniswanderweg. Und zu einer altbekannten Station, die wir nämlich schon im Park der Sinne erlebt haben, fahren wir jetzt mal hin. Der Summstein fasziniert mit seinem akustischen Dolby Surround. Aber nur, wenn man selbst summt. Im Hündle-Gebiet oberhalb von Oberstaufen sind wir im Herzen der Nagelflugkette. Die hat ihre eigene Gesteinsform, das Nagelfluggestein.
Das Gestein selber ist aus vielen kleinen Steinen, man sagt drum auch so Herrgottsbeton, weil er wie eine Betonmischung in sich zusammen gepresst ist. Das Gestein bleibt wohl ewig. Die Krokuswiese blüht nur 2 bis 3 Wochen im Jahr. Und Sie müssen nicht mal 400 Kilometer fahren, um die lilafarbene Blütenpracht zu bewundern. Wir bringen in Kürze die schönsten Radl- und Wanderwege bei uns in der Region. Dazu gibt es ein Event hier in Radolfzell, wo Sie sich perfekt auf das Thema Radeln am Bodensee einstimmen können. Zum 17. Mal macht die Aktionsgemeinschaft Radolfzell den verkaufsoffenen Sonntag zum Tag des Rades. Über 90 Geschäfte machen mit. Shows, Mitmachaktionen und natürlich zahlreiche Bewirtungsstände laden zu einem Besuch ein. Besonders im Mittelpunkt steht die Bikemesse auf dem Marktplatz. Mit dem Schwerpunkt elektrische Mobilität im Fokus stehen Fahrräder von 15 verschiedenen Herstellern zu Testfahrten bereit. Segway-Testparcours erwarten die Besucher und im bunten Rahmenprogramm um 16.15 Uhr dreht sich alles ums Rad. Die kleinsten fahrbaren Fahrräder, ein Nostalgierad, atemberaubende Einradartistik und Jonglage auf dem Hochrad. Der Tag des Rades am Sonntag, 3. Mai von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Das war's schon mit unserer Sendung für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch nächsten Freitag wieder mit dabei sind um 18.45 Uhr bei Blickfang, das Bodensee-Magazin. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen herrlichen Feierabend. Genießen Sie die wunderschöne Umgebung in unserer Region. Bis dahin, machen Sie es gut.